Natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de. Herzlich willkommen zu den Allgäu-TV-Nachrichten am Donnerstag. Eine Protestaktion der norwegischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im Beachhandball hat eine Diskussion über Sexismus im Sport ins Rollen gebracht. In einem Drei Fragen an sprechen wir später mit der ehemaligen Eiskunstläuferin Kathi Winkler über dieses Thema. Außerdem haben wir heute noch folgende Themen. Erntepressefahrt Bauernverband Ostallgäu. Wie steht es um die Landwirtschaft? Im Rahmen der Bad Grönbacher Sommerfrische. Frauen stellen ein letztes Mal im Grönbacher Schloss aus. Und ausgezeichnet. Resikraft aus Oberstdorf hilft Opfern von Gewalt seit fast 4 Jahrzehnten. Das Wetter im Allgäu, viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Eine Woche ist seit dem verheerenden Hochwasser vergangen. Die Bilder aber sind nach wie vor sehr präsent. Zerstörte Häuser, überschwemmte Straßen, verschlammte Grundstücke. Die Existenzen vieler Betroffener sind gefährdet, auch die von vielen Landwirten. Allein in Nordrhein-Westfalen sind über 2000 landwirtschaftliche Betriebe betroffen, so erste Schätzungen. Solche extremen Wetterereignisse sind dem Klimawandel geschuldet, sagen Experten. Und so waren das Klima und das Wetter heute auch Thema bei der jährlichen Erntepressefahrt im Ostallgäu. Erntepressefahrt in Weicht im Ostallgäu. Bei Landwirt Andreas Schmidt läuft die Ernte auf seinen insgesamt 70 Hektar großen Ackerflächen in diesem Jahr durchschnittlich gut. Die Ernte schaut momentan bis jetzt ganz gut aus. Wir haben zum Glück keine Hagelschäden zu verzeichnen wie in anderen Gebieten. Wasserversorgung war ausreichend. Ja, also bis jetzt schaut es ganz gut aus. Es wird eine durchschnittliche Ernte, sage ich jetzt einmal. Bei Grünland momentan überdurchschnittlich. Über die Qualitäten können wir eigentlich noch nichts sagen. Werden vermutlich ein bisschen schwächer sein, die Qualitäten. Aber vom Ertrag selber her, von der Menge, Grünland sehr gut. Getreide müssen wir schauen. Also ich vermute, es wird so ein durchschnittliches Jahr geben. Kein besonders gutes, kein besonders schlechtes. Natürlich auch standortbezogen ein bisschen unterschiedlich. Hier zum Beispiel sieht es nicht besonders gut aus, denn eine Gasleitung wurde hier vor 15 Jahren gelegt. Gerade in nassen Jahren wie diesem wächst an dieser Stelle auf dem Feld von Andreas Schmidt kein Mais. Und das Wetter war in den letzten Monaten nicht so sonnig wie heute. Das Problem war eher das, dass es bei uns auch relativ viel in kurzer Zeit geregnet hat. Es waren riesen Regenmengen. Wir haben einmal, glaube ich, sogar knapp 100 Liter innerhalb von 24 Stunden. Das sehen wir nicht gerne als Landwirte, das sehen auch, gerade wenn dann die Hochwassergebiete schaust, ist für die natürlich auch katastrophal, wenn so viel Regen in kurzer Zeit kommt. Gut, mit Hochwasser hatten wir jetzt kein Problem, bei uns ist alles eben, wir haben keinen Bach und keinen Graben und das war einmal 100 Liter, das ist verkraftbar. Und sowieso nicht beeinflussbar. Andreas Schmidt sagt auch, dass er mit der Natur arbeitet und dann muss man es einfach nehmen, wie es ist. Das Thema Klimaschutz bewegt auch die Landwirtschaft. Klimaschutz geht nur mit der Landwirtschaft und auch da ist unsere Ansicht, man soll verbal abrüsten. Wir sind offen für Argumente, wenn sie denn stimmen, aber wer das Klima schützen will, allein durch die Tatsache, dass er weniger Fleisch isst, der muss sich einmal die Zahlen genauer anschauen und wirklich Gedanken machen, wo wird denn wirklich das meiste CO2 ausgestoßen. Und da, glaube ich, müsste man aus meiner Sicht andere Schwerpunkte setzen, wo man wirklich viel CO2 einsparen kann und die Landwirtschaft ist bereit, ihren Teil dazu beizutragen. Zum Beispiel regenerative Energien erzeugen, wie beispielsweise hier die Ackerkultur Mais. Für Thomas Kölbel ist das Allgäu ein optimaler Standort, um Nahrungsmittel zu produzieren. Bei der Erntepressefahrt heute hat es Petrus auf jeden Fall gut mit den Landwirten gemeint. Sie trugen Shorts anstatt der vorgeschriebenen Bikinihöschen und jetzt muss jede Spielerin der norwegischen Beachhandballmannschaft eine Strafe in Höhe von 150 Euro zahlen. Fußballer haben einheitliche Trikots, beim Dressurreiten gibt es exakte Vorgaben, genauso im Tanzsport, nur um einige zu nennen. Die Protestaktion der norwegischen Sportlerinnen belebt die Diskussion über Sexismus im Sport. Einige fordern ein Ende der Kleidervorschriften, man müsse das anziehen können, in dem man sich wohlfühlt.
Unsere Kollegin Kathi Schneider war als Kathi Winkler in ihrem früheren Leben eine sehr erfolgreiche Eiskunstläuferin. Auch da gibt es einen Dresscode. Wir haben mit ihr über das Thema gesprochen. Kathi Schneider, ehemalige Eiskunstläuferin. Ist Sexismus ein Thema im Sport? Ja, also es ist schon schwierig im Turnen zum Beispiel, diese engen, knappen Anzüge. Ich meine, da sieht man natürlich schon viel, gibt viel von der Figur preis. Es gibt sicherlich auch Mädchen, die sich darin nicht so besonders wohl fühlen und dann auch sich nicht wohl in ihrer Haut fühlen. Und da denke ich, sollte man schon offener werden. Und es gab ja auch im Turnen jetzt bei der EM, war ja auch die Voss, hieß die, glaube ich, hatte dann einen Ganzkörperanzug an. Und ich finde, das sah genauso schön aus und man hat die Linien ja genauso gesehen. Also ich finde immer, es sollte jeder für sich selbst entscheiden, auch wie den Regeln entsprechend natürlich, aber wie, was man trägt. Wie sinnvoll ist eine Kleiderordnung beim Sport? Also ich denke, in vielen Sportarten spielt es ja auch eine Rolle, dass es nicht gefährlich wird im Sport. Das heißt, wenn ich zu weite Hosen anhabe, bleibe ich hängen oder beim Salto oder was auch immer, würde ich irgendwo hängen bleiben. Deshalb spielt es natürlich schon auch eine Rolle und ist auch wichtig, dass es da gewisse Regeln gibt. Oder auch im Judo, dass es keine Vorteile oder Nachteile gibt, im Schwimmen auch. Also ich denke, das hat natürlich auch einen Sinn, dass es da gewisse Kleiderordnungsregeln gibt. Wie starr sind die Vorgaben? Gibt es Spielraum? Bei uns waren Kopfbedeckungen immer verboten. Und 2019 bei der Jugendolympiade war es, glaube ich, ist eine Muslima gelaufen und hatte auch ihren Hijab an. Und daraufhin haben sie das auch ein bisschen gelockert und haben auch gesagt, okay, Kopfbedeckung, wenn es halt der Religion entspricht, ist es auch wichtig für das Mädchen. Und da haben sie dann auch ein bisschen gelockert. Obwohl ich sonst finde, ist natürlich Kopfbedeckung im Eislaufen auch immer im Gefahrenpunkt. Oder wir hatten zum Beispiel auch Fransen am Kostüm oder Federn durften wir nie haben, weil wenn man da was verliert auf dem Eis, dann stolpert man natürlich. Also wie gesagt, es hat auch bestimmte Gründe, warum das so ist. Ein Thema, das den Sport wahrscheinlich noch lange beschäftigen wird. Die Kaufbeurer Hilfsorganisation Homedica unterstützt nun auch in den Hochwassergebieten im Westen Deutschlands. Mehr dazu gibt's gleich in Kompakt. Entdecken Sie mit Komm mit die ganze Welt des Reisens. Ob Wandern, Erlebnis oder Rundreisen, Kreuzfahrten entlang der schönsten Flüsse oder Urlaubsreisen nach Spanien, an die Adria und zur Insel Ischia. Komm mit ist Ihr zuverlässiger Reisepartner im Allgäu und in ganz Europa. Komm mit. Sie packen die Koffer, den Rest machen wir. Kauf im Allgäu, das Portal für Händler und Dienstleister im Allgäu. Online suchen, vor Ort kaufen. Finde schnell und einfach die Geschäfte, die genau das haben, was du suchst. Und kauf es direkt in deiner Region. Online suchen, vor Ort kaufen. kauf-im-allgäu.de. Entspannung pur. Bei jedem Wetter finden Sie im 5-Sterne-Sauna-Paradies ab 16 Jahren in der Alpentherme Ehrenberg in Reutte. Übrigens, auch für Familien bietet die Badewelt viele Attraktionen. Alle Infos finden Sie unter alpentherme-ehrenberg.at. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Via Nova Naturprodukte. Qualität im Allgäu seit über 30 Jahren. Wir heißen Sie in unserem Werksverkauf herzlich willkommen und beraten Sie gerne. Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika nach dem Vorbild der Natur. Werbung auf Facebook lohnt sich. Wir legen mit Ihnen Budget, Ziele und Zielgruppe exakt fest. Mit Facebook Ads. Wir zeigen Ihnen wie. Raiffeisenbank Westallgäu. Wir sind für Sie da. Online, telefonisch oder in Ihrer Filiale. Folgen Sie uns auf Instagram für aktuelle Informationen und Aktionen. Raiffeisenbank Westallgäu. Keine Bank ist näher. Und nun die Kurznachrichten vom Donnerstag. Durch das Bayerische Krankenhausprogramm werden zwei Kliniken in der Region gefördert.
In Lindenberg wird der Neubau der Rotkreuzklinik mit knapp 42 Millionen Euro bezuschusst. Im Ostallgäu wird die St. Josef-Klinik in Buchloe gefördert. Die 3 Millionen Euro kommen dem Neubau der Intensivpflege zugute. Mit den Maßnahmen will der Freistaat eine moderne, hochwertige Krankenhausversorgung auch im ländlichen Raum gewährleisten, so Gesundheitsminister Klaus Holleczek. Humedica hilft. Generatoren, Pumpen, Schubkarren, Schaufeln, Eimer. Mit diesen Gütern will die Allgäuer Hilfsorganisation Humedica helfen. Die vom Hochwasser betroffenen Gebiete hatten gezielt danach angefragt. Zusätzlich machen sich bis zum Wochenende 12 ehrenamtliche Einsatzkräfte aus dem medizinischen Bereich auf den Weg ins Katastrophengebiet, um von Haus zu Haus zu gehen. Die normale Gesundheitsversorgung, wie sie davor bestand, besteht vor Ort so nicht mehr. Entsprechend ist da Notwendigkeit, einfach das zusätzlich zu unterstützen. Die Einsatzkräfte übernehmen auch Aufgaben, die sonst ambulante Pflegekräfte übernehmen und das jetzt nicht möglich ist. Und das versuchen wir eben abzufangen. Humedica leistet vor allem international Hilfe bei medizinischen Katastropheneinsätzen. Direkt nach den Überflutungen in Westdeutschland hatte die Hilfsorganisation ihre Hilfe in den betroffenen Gebieten angeboten. Das war Kompakt am Donnerstag. Und jetzt noch die Wetteraussichten. Kaiserwetter, präsentiert von Insektenschutz Kaiser. Ihr Spezialist für Insektenschutzgitter nach Maß. Für Türen, Fenster, Lichtschächte und Sonnenschutzplissés. In der Nacht zum Freitag leuchtet der Mond von einem fast sternenklaren Himmel. Nur im nordöstlichen Allgäu kann es bewölkt sein. Die Werte sinken auf 13 bis 14 Grad. Der Vormittag startet sonnig, schnell klettert das Thermometer bis auf 25 Grad. Im Lauf des Tages wird es mit 25 bis 27 Grad noch wärmer. Im gesamten Allgäu scheint die Sonne, örtlich können sich Quellwolken bilden. In den Bergen erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Es weht ein schwacher Wind bei 17 bis 23 Grad. In den nächsten Tagen erwartet uns eher wechselhaftes Wetter bei anfangs noch hochsommerlichen Temperaturen. Die können am Samstag dafür sorgen, dass es gewittert, teils auch heftiger. Am Sonntag ist es stark bewölkt, gebietsweise fällt Regen. Auch zum Montag hin regnet es häufig. Die Woche startet mit 22 Grad nicht mehr ganz so warm. Es wird voraussichtlich die letzte Ausstellung im Bad Grönbacher Schloss im Unterallgäu sein. Denn das eindrucksvolle Gebäude wurde verkauft und soll 2022 zu einem Hotel umgebaut werden. Im Rahmen der Bad Grönbacher Sommerfrische stellen Frauen das zweite Mal im Bad Grönbacher Schloss aus. Von klassischer Malerei über Skulpturen und Fotografie bis hin zu Naturkunstwerken ist bei der Ausstellung alles mit dabei. 23 Künstlerinnen aus München und dem Allgäu zeigen im Hohen Schloss in Bad Grönenbach ihre Werke. Auf insgesamt 3 Stockwerken wird die Ausstellung präsentiert. Die Ausstellung im Hohen Schloss ist ein fester Bestandteil der Bad Grönenbacher Sommerfrische, unserer Kulturreihe, die im Sommer über 3 Monate stattfindet. Und immer bei der Bad Grönbacher Sommerfrische findet eine Ausstellung im Hohen Schloss statt. Das ist eigentlich immer, es gehört dazu. Und eben dieses Mal die Wiederholung von der Frauen im Schloss von 2019. Im Rahmen der Ausstellung erhielt jede Frau einen eigenen Raum, den sie gestalten durfte. Carmen Kirk-Patrick-Russ ist seit etwa 15 Jahren Künstlerin. Sie will mit ihrer Kunst Altes mit Neuem verbinden. Ihre ausgestellten Werke im Schloss sind hauptsächlich Collagen. Die sind teilweise mit Wachs behandelt. Das soll die Zartheit eines Papiers zeigen. Bewusst wurden die Kunstwerke hier ohne Rahmen gestaltet. So sollten sie in die Wände des Schlosses integriert werden. Alte Schriftstücke aus Krankenhäusern beispielsweise schmücken ihre Werke. Sowas findet man auf Flohmärkten. Also das ist manchmal ganz interessant, dass sowas Leute auf dem Flohmarkt verkaufen. Woher sie das haben, weiß ich nicht. Oder es gibt auch Häuser mit so Haushaltsauflösungen, wo wirklich so alte Sachen auf einmal von der ehemaligen Arztpraxis oder Krankenhaus rumliegen.
Im Rahmen einer Ausschreibung durften sich Frauen mit ihren Konzepten bewerben. Rosa Zahn gestaltete diesen Raum gemeinsam mit Angela Lohr. Auf sogenanntem Japan-Papier wurde hier mit Tusche gemalt. Mit einem Brennverfahren aus der Steinzeit wurden die Tonfiguren gestaltet. Aufgabe aller Frauen war es, das Schloss in ihre Arbeiten zu integrieren. Mir war es wichtig, diesen Schlosscharakter zu erhalten, dass der sichtbar ist. Und deswegen habe ich einen Raum sehr reduziert gehalten mit der Farbigkeit und den zweiten kleinen Raum eben dann mehr Farbe reingebracht. Also ein spezielles Thema habe ich jetzt eigentlich nicht, sondern mir war es wichtig, dass man sieht, dass es ein Schloss ist, ein Schlossraum. 450 Exponate sind insgesamt bei der Ausstellung zu sehen. Hier wollte eine der 23 ausstellenden Künstlerinnen eine Hommage an die weibliche Schönheit richten. Kunst ist für mich eine Sprache, auch eine Sprache der Seele. Und ich finde, man kann sehr viel ausdrücken über die Kunst und es ist auch schön, dass man dieses dann auch anderen Menschen mitteilen kann. Die Ausstellung war ursprünglich bis Ende Juli geplant, jetzt wird sie bis Ende August verlängert. Durch den Verkauf des Hohen Schlosses wird sie hier vorerst die letzte Ausstellung sein. Noch bis zum kommenden Sonntag können Sie die Ausstellung besuchen. Heute ist der internationale Tag der Hängematte. Ins Leben gerufen wurde der, von den Amerikanern. Wie lange es ihn schon gibt, ist aber unklar. Der Tag der Hängematte soll uns ins Bewusstsein rufen, wie wichtig es ist, auch mal einen Moment innezuhalten und zu entspannen. Vor 2 Tagen haben wir auf unseren Social-Media-Kanälen die Allgäuer aufgerufen, uns ein Bild von ihren kleinen Rückzugsorten zu schicken. Und die sind ganz unterschiedlich. Von einer tollen Blumenwiese beim Sonnenuntergang über die Hängematte am See, einem entspannten Plätzchen auf dem Balkon bis zur Hängematte im eigenen Garten. Tolle Bilder. Jetzt geht's kurz in die Werbung. Danach stellen wir Ihnen Resi Kraft vor, die wegen ihres besonderen Engagements den Bayerischen Verdienstorden erhalten hat. Also unbedingt dranbleiben. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Bestes Frühstück im Bett. Bestes Büro im Bett. Am besten streiten im Bett. Am besten versöhnen im Bett. Bestes Versteck im Bett. Bestes Bett? Lima Betten, Ihr Bettenhaus im Allgäu. All You Can Read. Kostenlos, informativ, unterhaltsam. Aktuelle Nachrichten, Blaulicht und Boulevardthemen. Unternehmensnews und vieles mehr. Allin.de, das Allgäu online. Auch Fernweh? Erlebe das Strand- und Bergparadies Korsika. Direkt und bequem jeden Sonntag ab dem Allgäu Airport Memmingen. Alle Infos unter romberg-reisen.de und in Ihrem Reisebüro. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de ist Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren, Lebenslauf hochladen und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Oder ohne Registrierung direkt mit einem Klick bewerben. Jobsimallgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Motor.
Motorräder von Zero. Jetzt bei Zweirad Haus Müller in Waltenhofen. Warum wir Ihnen Luis GF Optik empfehlen? Na, Ihren Augen zuliebe. Luis GF Optik ist auch dieses Jahr wieder unter den Top 100 Augenoptikern. Fachlich top, Auswahl top, Preise top. Luis GF Optik in Oberstaufen an der Mariensäule und unter luis-gf.de. Die Frau, die wir Ihnen jetzt vorstellen möchten, hat einen Großteil ihrer Freizeit der letzten weit über 30 Jahren Menschen gewidmet, die Opfer von Gewalt und sexualisierter Gewalt geworden sind. Resi Kraft heißt sie. Sie lebt in Oberstdorf und hat den Verein Schaut hin gegründet, der ihr bei dieser Arbeit hilft. Für ihr Engagement ist Resi Kraft schon mehrfach ausgezeichnet worden. Zuletzt hat sie den Bayerischen Verdienstorden erhalten, die zweithöchste Auszeichnung, die der Freistaat vergeben kann. Wir haben die 73-Jährige mal besucht. Resi Kraft im Büro ihres Vereins Schaut hin. Hier trifft sie sich mit Menschen, denen schreckliche Dinge widerfahren sind und hilft ihnen dabei, mit den Folgen ihrer Erlebnisse klarzukommen. Begonnen hat ihr Engagement mit der Bitte eines Vorgesetzten. Es hat angefangen mit einem Sexualmord. Das Opfer war die Schwester einer Arbeitskollegin von mir. Und da gab es noch keine Hilfe, das ist über 30 Jahre her. Da gab es noch keine Hilfe und mein damaliger Chef, ich war Angestellte bei der Polizei, der hat zu mir gesagt, kümmere dich um die Familie. So hat es angefangen. Ich war dann 14 Tage nur für die Familie da, ich war beim Prozess dabei. Und wenn man einmal in diese Sache reingekommen ist, kann man nochmal rauskommen. Wenn man sieht, dass Opfer allein da stehen, dass niemand da ist, der sich um sie kümmert, dann muss man einfach was tun und so hat es bei mir angefangen. Für ihr Engagement hat Resi Kraft vor kurzem den Bayerischen Verdienstorden erhalten. Er bedeutet ihr viel, da er ein Zeichen der Anerkennung dafür ist, dass sie sich in so vielen Jahren so für die Opfer von Gewalt eingesetzt hat. Und von denen gab es mehr als 1000 inzwischen. Manche bleiben besonders im Gedächtnis haften. Ich habe einen ganz extremen Mobbingfall gehabt mit Körperverletzung, die Gott sei Dank gut ausgegangen ist, hätte tödlich sein können. Und da haben wir die ganze Geschichte übernommen, Gerichtstermin. Wir haben Antrag auf Opferentschädigung gestellt. Das machen wir im Übrigen bei jedem Opfer dann, mit dem Versorgungsamt auch die Verhandlungen. Und dieses Opfer ist nach vielen, vielen Jahren jetzt wieder so weit, dass sie auch wieder rausgehen kann. Sie kriegt eine kleine Rente vom Versorgungsamt. Und das sind so Sachen, die mir am Herzen liegen, dass solche Menschen nicht nur finanziell versorgt sind hinterher, sondern dass Ängste abgebaut werden. Und sie so auch wieder aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und selbstbestimmt ihren Alltag gestalten können. Die Hilfe umfasst Unterstützung bei Behördengängen, die Übernahme von Rechnungen, aber auch einfach nur mal zuhören oder in den Arm nehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Sexualopfern spricht, dann kommt da immer, vielleicht bin ich ja selber mit dran schuld, vielleicht kann ich auch was dafür und das sind ganz starke Probleme, kommen in der Regel natürlich auch teilweise finanzielle Probleme dazu und dann die Behördengänge. Man muss zur Polizei gehen, man muss einen Rechtsanwalt suchen, später kommt die Gerichtsverhandlung. Das machen alles wir im Verein. Wir gehen mit zur Anzeigenerstattung, wenn nötig. Wir vermitteln Rechtsanwälte, zahlen die teilweise auch. Wir gehen als Begleitung mit zum Prozess. Und unsere Schützlinge, die werden von uns über viele, viele Jahre begleitet. Durchschnittlich 3 Jahre dauert eine solche Begleitung. Rund 60 bis 80 Fälle landen jedes Jahr auf ihrem Schreibtisch. Die meisten kommen aus dem Süden Bayerns. Rechtsanwälte, Ärzte, Polizei, sie sind es, die Betroffene auf die Hilfe von Resi Kraft hinweisen. Das sind mehrheitlich zwar Frauen und Kinder, aber nicht nur. Es gibt Männer, die auch Opfer von Gewalt werden, häuslicher Gewalt. Es gibt auch Frauen, die schlagen. Es gibt auch Männer, die vergewaltigt werden und auch dieses war bei uns im Verein schon präsent. Da gehört wirklich ganz, ganz viel Überwindung dazu, für einen vergewaltigten Mann sich Hilfe zu suchen. Zu Hilfe gehört aber auch, dass die Betroffenen ordentlich angezogen sind. Wichtig, damit das Selbstwertgefühl stimmt, sagt Resi Kraft. Deshalb hat sie in Sonthofen und Oberstdorf Kleiderstuben eingerichtet. Gerade bei häuslicher Gewalt ist es so, dass in der Regel der Ehemann Lebensgefährte aus der Familie entfernt wird, auch bei sexueller Gewalt in der Familie. Und oft ist es dann so, dass die Mütter
zurückbleiben, die oft einmal 2, 3 Kinder oder mehr Kinder haben und einfach nicht arbeiten gehen konnten und die fallen dann in ein finanzielles Loch. Da muss man dann erstmal Hartz IV beantragen und die Not ist dann einfach groß. Und aus dieser Geschichte raus hat sich die Kleiderstuben oder die beiden Kleiderstuben entwickelt, weil ich sage, man soll niemandem ansehen, dass er bedürftig ist. Die Kleiderstuben sind inzwischen nicht mehr nur für ihre Schützlinge geöffnet, sondern stehen allen Bedürftigen offen. Auch deshalb hat Resi Kraft den Bayerischen Verdienstorden erhalten. Das nenne ich mal starkes Engagement. Mit den Allgäu-TV-Nachrichten war es das für heute, aber bleiben Sie noch dran. Im Anschluss gibt es noch die neue Ausgabe von Plenum TV. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und machen Sie es gut. Salite, natürlich aus Allgäuer Milch. www.salite.de Willkommen zu Plenum TV. Am Freitag findet in München eine Großdemonstration von Umweltverbänden, Organisationen und Parteien statt. Kritisiert wird die Klimaschutzpolitik der bayerischen Staatsregierung. Im Vorfeld dieser Kundgebung platzierte Ministerpräsident Söder jetzt im Parlament eine Regierungserklärung zum Thema Klimaschutz. Wie kam diese im Plenum an? Also ich glaube, in der heutigen Regierungserklärung ist nochmal ganz klar geworden, dass das Thema Klimaschutz und das neue Klimaschutzgesetz uns natürlich sehr wichtig ist. Weil ich glaube, wir müssen alles dran setzen. Wir haben nicht zum Schluss jetzt eine Entscheidung auch vom Bundesverfassungsgericht gehabt, die wir umsetzen müssen. Und da ist es ganz klar wichtig, wir müssen auf Technologie setzen, auf Anreize. Wir müssen aber auch darauf setzen, dass einfach CO2 auch eingespart wird. Das waren schöne Worte, aber rein mir fehlt der Glaube. Wir als SPD-Fraktion haben ja ein Maßnahmenpaket vorgelegt, sowie eine Studie zum Klimaschutz. Wir haben also konkret dargelegt, was getan werden muss. Wir setzen beim Klimaschutz vor allen Dingen auf eine Energiewende und die Verkehrswende. Bei der Energiewende brauchen wir mehr Solarenergie und mehr Windenergie. Bei der Windenergie ist der größte Bremser immer noch die 10H-Regelung, die muss weg. Ich glaube, es war ein eindrucksvoller Ringschluss all der Maßnahmen, die wir als Bayern-Koalition aus Freie Wähler und CSU seit Beginn der Legislaturperiode auf den Weg gebracht haben. Da steht zum einen unser Klimaschutzgesetz sozusagen als legislative Grundlage. Flankierend aus diesem Gesetz heraus erwachsen dann der Maßnahmenkatalog für die konkrete Umsetzung und jetzt eben auch die haushalterische Hinterlegung mit 1 Milliarde, die schon im nächsten Jahr ausgegeben werden soll und dann bis zu 22 Milliarden in den nächsten 10 Jahren. Also nicht nur Gesetz auf geduldigem Papier, sondern auch konkrete Maßnahmen und Haushaltsmittel für die Umsetzung. Das sogenannte Polizeiaufgabengesetz, kurz PAG, wird im Plenum heftig diskutiert. Wie weit dürfen polizeiliche Maßnahmen in die Bürgerrechte eingreifen? Dabei geht es insbesondere um die Entnahme von DNA-Proben bei Verdächtigen oder deren Präventivgewahrsam. Außerdem wird der Deutungsspielraum des Begriffs drohende Gefahr kontrovers diskutiert. Wir wollen keinen Polizeistaat, wir wollen aber auch keine Situation haben, in der die bayerische Polizei möglichen Betroffenen sagen muss, wir würden gerne helfen, aber wir können nicht, weil wir wissen ja noch nicht, wo und wann irgendwas passiert, wir wissen nur, dass etwas passiert. Ich glaube, beides ist nicht hinnehmbar, deshalb Balance sagt, kein Polizeistaat, aber doch perfekte Arbeitsbedingungen für die bayerische Polizei. Das ist gelungen jetzt nachzusteuern und das ist ein Erfolg von uns Freien Wählern, die wir das versprochen hatten und jetzt eingelöst haben. Also wir als Sozialdemokraten gehen nach wie vor davon aus, dass dieser Gesetzesentwurf verfassungswidrig ist. Wir haben auch angekündigt, dass wir erneut Verfassungsklage einreichen werden. Aus unserer Sicht ist der Begriff der drohenden Gefahr viel zu schwammig gehalten. Wir glauben auch, wir brauchen diesen Begriff überhaupt gar nicht. Auch jetzt kann die Polizei bereits handeln, wenn es notwendig ist. Uns ist es wichtig, dass in Bayern Sicherheit herrscht, dass die Bürger sicher und gut hier leben können, dass beispielsweise Thema Stalker, Thema Amoklauf, dass das auf jeden Fall gut durch die Polizei gehandelt werden kann und eben auch durch viele Richtervorbehalte. Also man kann nichts machen, ohne dass nicht auch ein Richter irgendwo mal drüber geschaut hätte. Also viele Bereiche, die wir jetzt auf jeden Fall mal uns angeschaut haben und nochmal überarbeitet. Aus meiner Sicht ist das ein gutes Gesetz. Es sorgt für Prävention und auf jeden Fall auch dafür, dass Bayern ein sicheres Land bleibt und der Bürger auf jeden Fall zu seinem Recht kommt.
Das war's für heute. Plenum TV direkt aus dem Landtag gibt's nach der Sommerpause des Parlaments im September wieder. Hier dann bei Allgäu TV.